So, jetzt geht's auf die Südinsel. Wir wurden hier richtig von unserem Busfahrer verarscht. Der hat uns nämlich erzählt, dass auf der Südinsel eine andere Währung ist als auf der Nordinsel. Und zwei Mädels, die auch hier in der Gruppe dabei sind, haben ernsthaft dann versucht, ihr Geld umzutauschen und wurden richtig dumm angeguckt. Ultra witzig. Huh? Wir nähern uns um der Südinsel und das Wasser sieht schon einfach nur richtig schön aus. Wie ihr wisst, heiße ich ja Mario und jetzt ratet mal, wie der nette Mann hier heißt, den ich gerade hier getroffen habe. Hallo, ich bin Luigi. Luigi! Luigi! Hallo! Meistens kann man immer einfach aus dem Bus heraus schöne Landschaftsaufnahmen machen, aber hier wurde es ein bisschen wackelig. If you know a little bit about New Zealand, you might have heard the name Arkmo before, and that is because... So, wir machen nun einen Stopp für eine kurze, günstige Weinprobe. Witziger Nebenfakt, weil in Neuseeland die Sonne immer so heftig scheint, gibt es ganz oft einfach freie Sonnencreme. Richtig nice. Die haben ja auch einen richtig schönen Außenbereich. So, ich bin ja nun auf der Südinsel angekommen und ich bin ja hier mit einem Busunternehmen unterwegs, das heißt Stray, und da funktioniert es so, dass man sich immer die Busse einzeln buchen muss, das heißt, wo man aussteigen möchte, wo man weiterfahren möchte, und es kann passieren, dass ein Bus leider voll ist, und mir ist es passiert, dass hier leider der Bus voll war und deswegen musste ich gezwungenermaßen hier einen Stopp in Nelson einlegen, aber nicht nur alleine, sondern es waren nur noch zwei Mädchen aus der Gruppe dabei und wir haben uns das hier ein bisschen gemütlich gemacht. Und was hier richtig cool ist, hier gibt es sogar ein Klavier, eine freie Filmecke, freies Wi-Fi und hier gibt es einfach Gratisbrot. Die Farbe ist einfach während der Fahrt aus Versehen die Flusstür aufgegangen. So, neuer Tag, neues Glück. Nachdem mein letzter Skydive in Taupo wegen schlechten Wetters gecancelt wurde, geht's jetzt auf zu meinem ersten Skydive in Abel Tasman. So, der Wind ist wohl leider ein bisschen zu stark, deswegen müssen wir jetzt noch vielleicht ein paar Stündchen warten. Ja, das war nichts mit dem Skydive, der Wind ist einfach zu stark. Und jetzt wird das auf den späten Nachmittag verschoben. Mal schauen, wie ich mir jetzt sonst noch die Zeit vertreibe. So, ich mache mich jetzt auf mit ein paar anderen in den Abel Tasman National Park oder auch einfach zum Strand. Mal schauen, wo es uns hinführt. Die Ebbe war vor circa 2 Stunden und es sieht einfach schon richtig schön aus. Und wir warten jetzt auf die Flut. Wenn man sich den Himmel so anschaut, sieht es nicht so aus, als wird das mit dem Skydive wahrscheinlicher. Also merkt euch, wenn ihr in Neuseeland seid und ihr wollt einen Skydive machen, dann probiert es direkt beim ersten Mal und
dann habt ihr nicht das Problem wie ich jetzt. So, und jetzt hat die Flut die Ebbe abgelöst. Richtig krass sieht das aus. Voll schön. Ja, ich habe gerade mit dem Skydive-Dienstleister telefoniert und leider findet der Skydive heute wieder nicht statt. Wir haben jetzt einfach hier ein paar Runden Tischtennis gespielt und machen uns jetzt was zu essen.